Richtig winterlich wird es erst, wenn der erste Schnee fällt. Und mit Photoshop können wir hier bei Bildern ganz einfach nachhelfen, indem wir einen Pinsel erstellen, mit dem man solche Schneeflocken schön zeichnen kann. Der Schnee soll nicht direkt auf dem Originalbild gezeichnet werden, sondern auf einer eigenen Ebene. Die können wir hier unten mit dem Plus hinzufügen. Und wir wählen bei den Werkzeugen das Pinselwerkzeug und als Farbe soll mit Weiß gemalt werden. Die Pinseleinstellungen finden wir unter Fenster und Pinsel. Und hier können wir auch gleich einen runden und weichen Pinsel wählen und in der Registereinstellung diesen so bearbeiten, dass er wie Schneeflocken aussieht. Hier gibt es wirklich sämtliche Einstellungen für den Pinsel. Wir schauen uns die wichtigsten für Schneeflocken an. Dazu wählen wir zuerst oben die Pinselform und erhöhen etwas die Größe und den Abstand. Dann können wir sehen, dass hier lauter einzelne Punkte erscheinen. Die Härte soll ziemlich unten sein und diese Punkte werden später dann noch weiter erhöht auf 400%. Aber wir schauen uns zuerst die anderen Einstellungen an. Hier haben wir zum Beispiel die Formeigenschaften. Beim Größenjitter können wir dafür sorgen, dass die Punkte alle unterschiedliche Größe haben. Ich stelle hier mal auf rund 70% ein. Und beim Rundheitsjitter wird eingestellt, dass nicht alle rund sind, sondern manche etwas flächer, flacher, manche etwas runder. Das Ganze können wir dann auch noch zufällig drehen mit dem Winkeljitter. Da sehen wir, dass dann die abgerundeten auch unterschiedliche Formen haben. Auch hier können wir ungefähr einen Wert von 70 wählen. Im nächsten Schritt kommen wir zur Streuung und die sorgt dafür, dass nach oben oder unten das Ganze etwas verteilt wird. Wir können auch beide Achsen wählen, dann wird das wirklich sehr zufällig angeordnet und ich ziehe das einfach mal auf 1000 hinauf. Bei der Streuung können wir auch die Anzahl ändern, je nachdem wie stark der Schneesturm sein soll. Ich will hier mal eine geringe Anzahl von einfach nur 2. Das nächste Einstellung haben wir noch den Transfer. Hier können wir anzeigen, ob alle relativ stark angezeigt werden oder ob unterschiedliche Deckkräfte verwendet werden, indem wir die das Deckkraft-Jitter auf 100% stellen. Zum Malen wird sich noch ein viel größerer Abstand eignen. Ich rede einmal bei Schneeflocken so auf 400%. Und macht die Größe um einiges kleiner und beginnt dann direkt auf der Ebene zu zeichnen. Schneeflocken, die weiter hinten sind, sollen eben relativ klein dargestellt werden. Dann male ich mal den Himmel und auf die Flächen, die weiter weg sind. Danach kümmern wir uns um eine etwas größere. Dazu können wir Alt gedrückt halten und den Pinsel etwas vergrößern. Ich stelle hier mal auf 30, das sollen auch Schneeflocken sein, die im Vordergrund zu sehen sind, also vor dem Baum. Und zuletzt können wir noch sehr große Flocken erstellen, die sollen wirklich so wirken, als würden sie vor der Kamera herunterkommen. Damit haben wir grundsätzlich unsere Schneeflocken schon gezeichnet. Wir können jetzt die Ebene noch etwas bearbeiten, indem wir zum Beispiel die Deckkraft runterstellen. Hier würde auch so ungefähr einen Wert von 70 sie eignen. Und ein spezieller Effekt ist, wenn wir mit Rechtsklick auf die Ebene klicken und auf Fülloptionen, können wir hier zum Beispiel einen Schein nach außen wählen. Hier auch die Deckkraft anpassen. So auf 90, dass es etwas mehr leuchtet, was auch einen schönen Effekt gibt. Je nachdem können wir immer unsere Pinseleinstellungen anpassen oder auf der Ebene welche hinzufügen. Ich möchte hier zum Beispiel etwas mehr haben, stelle ich wieder einen ganz kleinen Durchmesser und ergänze noch weitere Schneeflocken. Als Übungsbeispiel haben wir dieses Porträt und das sieht aufgrund der Winterjacke eigentlich schon sehr winterlich aus, aber noch mehr kommt das Ganze zum Vorschein, wenn wir selbst ein paar Schneeflocken zeichnen. Und auch hier wurden im Hintergrund sehr kleine gemacht und im Vordergrund schon etwas größere.
Falls das Tutorial für dich hilfreich war, würde ich mich um ein Like freuen. In der Playlist findet man noch weitere dieser Übungen und hier kommen auch jeden Mittwoch neue Aufgaben hinzu. Das heißt, wenn du keinen davon versäumen willst, kannst du gerne den Kanal kostenlos abonnieren.